Willkommen zurück zum Fußballmanager 13. Wir stehen vor dem Spiel gegen den Aufsteiger vom Angers SCO. Ja, die Mannschaft haben wir ja soweit im letzten Part schon aufgestellt gehabt. Das sieht alles ganz gut aus. Falcao, Rodriguez und Varane kriegen nochmal die Pause gegen den Aufsteiger für sie. Auf dem Feld Nicolas Isimant-Mirin, nicht die schlechteste Alternative hinter Varane. Ebenso wenig wie Ocampos für Rodriguez dabei auf der rechten Seite und im Sturm Olivier Giroud. Also sollte das, denke ich mal, auch gegen Angers gut funktionieren. Das letzte Spiel war ja ein bisschen eng gegen Bastia. Und jetzt wollen wir hier wieder im Textmodus gegen den Aufsteiger. Gegen das vermeintlich schwächste Team der Liga. Natürlich weitere 3 Punkte einfahren. Das wäre umso wichtiger, die Tabellenführung weiter auszubauen. Weiterhin ohne Punktverlust zu bleiben. Und dann geht's auch in die Partie. Natürlich wieder mit Kanye West, der hier die Einlaufhymne sponsort. Und wir gehen gleich mal konzentriert in die Partie hinein, wollen natürlich gegen den 17. gewinnen und haben gleich die erste riesige Möglichkeit mit einem schnellen Konter. Pogba über 50 Meter, dann in den Lauf auf Giroud, der alleine aber am Keeper Gregory Maliki scheitert. Ja, erste gute Möglichkeit bereits nach 3 Minuten. Da muss allerdings Giroud mehr draus machen. Ja, Schiedsrichter gespannt mit 2 Fehlentscheidungen. Weder Blajak noch Pogba standen im Abseits. Beide Mal ist aber die Fahne oben und beide Angriffe wurden zurückgepfiffen. So kann es gehen im Fußball ganz schnell. Und Angers hat schon die nächste Möglichkeit. Gamboa hinaus auf Bukamutu, der flankt rein, findet Gamboa, der mit einem satten Linksschuss Lloris keine Chance lässt. Ja, 1:0 für die Gäste. Ludovic Gamboa mit dem 1:0 für den Aufsteiger. Seit 315 Minuten wieder das erste Gegentor. Und jetzt geht es für unsere Jungs hier darum, schnellstmöglich, aber wirklich schnellstmöglich den Ausgleich zu machen. Giroud setzt sich gegen Diallo durch, legt auf Penetö, der ist zu spät dran und Maliki kann vorhin den Ball aufnehmen. Ja, momentan wäre es bloß noch Rang 3. Rennes und Lille führen schon. Nächste Möglichkeit, Giroud. Diesmal kommt der Ball auf Penetö. Der verzieht aber aus 14 Metern klar rechts vorbei. Dynamischer Freistoßspezialist wird hier geschrieben, der junge Mann. Und nächste Möglichkeit hier für Angers. Flache Reingabe von Ayari, da ist wieder Blajak. Lloris ist schon auf dem Weg in die andere Ecke. Mangala fährt ein Bein aus und klärt herausragend. Eliakim Mangala, der Neuzugang vom FC Porto. In der Innenverteidigung jetzt Hereingabe von Giroud. Maliki genau auf Grenier, der zieht aus 10 Metern links vorbei. Und jetzt gibt es Gelb für Pogba nach taktischem Foul. Ja, müssen wir machen. Voller Angriff jetzt vor der Halbzeit. Jetzt nochmal Ecke Moutinho. Die Abwehr kann aber souverän klären der Gäste. Also wir sind nicht wirklich gefährlich. Und wir wollen Angers hier den ersten Sieg nach dem Aufstieg bescheren. Momentan. Mangala ist wieder da nach dem Einwurf von El Yadi Yahoui. Und es ist Halbzeit. Es steht 1:0 für die Gäste. Das ist zu wenig, was meine Mannschaft hier zeigt. Eindeutig. Ja, und wir bringen Falcao, ganz klar. Der muss jetzt mal was machen im Sturm. Da muss mehr kommen. Da muss eindeutig mehr kommen. Ah, ich bringe auch James Rodriguez. Da müssen die Stars jetzt was machen. Ja, und ich sage, das wäre gelacht, wenn wir das nicht noch drehen. Das muss drin sein. Wir motivieren Grenier und Moutinho, ganz klar. Planu ebenfalls und auch Lloris. Und auch Paul Pogba. Massagen. Ja, Moutinho und die beiden in... Oh, jetzt habe ich Planu die Massage gegeben, würde ich eigentlich Isimant-Mirin geben. Ja, die beiden Wechsel zur Halbzeit. Rodriguez rein für Ocampos und Falcao rein für Giroud, die jetzt den Angriff beleben sollen. Was sein muss. Denn wir liegen 1:0 hinten gegen eine Mannschaft, die deutlich schwächer eingeschätzt wird. Ecke Rodriguez jetzt. Unterläuft den Ball. Faustet nur Diallo um. Falcao muss schmunzeln, trifft den Kopfball nicht richtig und setzt das Spielgerät neben den Pfosten. Das kann nicht wahr sein. Auch Falcao trifft hier nicht. Auch Falcao trifft nicht. Das ist zu wenig. Damit würden wir den anderen Teams die Möglichkeit geben, wieder ranzukommen. Konterchance jetzt große für
Angers und das 2 zu 0. Caleb Ayari ganz allein vor Lloré. Und er macht ihn rein. Das geht so nicht, sage ich jetzt meiner Mannschaft. Da muss mehr passieren, eindeutig. Jetzt Penetö mal auf und ciao. Moutinho und der durch die Beine von Maliki zum 1 zu 2. Die direkte Antwort. Anschluss. Ciao Moutinho. 2-1. Komm weiter, Jungs. Macht was. Ja, ich. Mehmet Scholl blickt nicht gerade erfreut rein. So ist es. So ist es auch. 2-1 Rückstand gegen ein Team, was hier als Abstiegskandidat Nummer 1 eigentlich gehandelt wird. Also muss mehr kommen. Pogba hat Glück, dass er nicht gelb-rot sieht. Hat Glück. Wir wechseln. Pogba geht. Es kommt Geoffrey Kondogbia. Die gelb-rote Karte will ich jetzt hier nicht auch noch riskieren. Jeremy Blayak sieht jetzt hier gelb nach Foul an Isimant Mirin. Und Kondogbia kommt rein für Pogba. Vielleicht kann ja der andere junge Sechser da noch ein bisschen was im Spielaufbau leisten. Wir gehen nochmal auf vollen Angriff. Zwei Treffer brauchen wir. Dringend. Ismail Keita kommt jetzt hier rein für Free Cash. Und Angers mit der Möglichkeit. Ayari auf Blayak. Der kann den Ball nicht kontrollieren. Lloré ist da. Lloré ist da und verhindert hier Schlimmeres. Und hält uns weiterhin noch in der Partie. Diallo sieht jetzt gelb nach Fall an Falcao. Und sie nehmen in die Zeit jetzt hier runter mit ihren Auswechslungen. Riga kommt jetzt für Buaka Mutu rein. Gamboa bleibt nach einem Foul liegen. Ja, und jetzt gelb für Kondogbia nach taktischem Foul. Meine Mannschaft ist nicht drin. Angers mit der Möglichkeit. Ich sag weiter, das geht so nicht. Und wieder das Gegentor. Caleb Ayari mit dem Freistoß auf den Kopf von Al-Harbi El. Ja, der Jui und der macht das 1 zu 3. Wir verlieren das erste Mal am 6. Spieltag und das ausgerechnet gegen den Aufsteiger. Gamboa geht jetzt hier runter. Der Torschütze zum 1-0. Und wir haben die Möglichkeit zum 2 zu 3. 9 Minuten vor dem Ende. Moutinho vorbei an Keita. Maliki mit dem ganzen Können da, was er kann. Und hat den Ball. Glanzparade von Gregori Maliki. 83. Nochmal. Rodriguez auf Kondogbia. Aus 18 Metern zieht er ab. Maliki hätte keine Probleme gehabt. Grenier fetscht den Ball mit dem Hintern unhaltbar zum 2 zu 3 ab. 7 Minuten noch für den Ausgleich. Clément Grenier mit dem 2 zu 3, mit dem Hinterteil. Mit dem Arsch hat das gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir gehen nochmal auf vollen Angriff. Ich müsste auf die Tribüne verbannt worden sein, genau. 3 Minuten Nachspielzeit. Vielleicht doch nochmal eine Möglichkeit, wenigstens zum Ausgleich und die Tabellenführung behalten. Gelbe Karte für den Keeper Maliki. Die Zeit wird nochmal oben drauf gelegt. Anscheinend nicht. Nach 3 Minuten Nachspielzeit ist hier Schluss und wir verlieren. Ganz bitter. Ganz, ganz bitter. Diese Niederlage. Aber verdient. Ja, wir hatten mehr Ballbesitz. Wir hatten auch mehr Chancen. Allerdings haben wir viel zu viel zugelassen. 3 Schüsse aufs Tor, die waren alle drin. Die waren alle drin. Wir haben sie zu frei zum Schuss kommen lassen. Und verlieren zu Recht mit 3 zu 2. Wir gucken auf die Tabelle. Ja, wir verlieren 2 Plätze mit der ersten Saisonniederlage. Sind bloß noch Dritter. Rennes und Lille gehen vorbei. Paris und Marseille jetzt bloß noch 2 Punkte hinter uns. Genauso wie Lyon. Wir haben zwar noch 2 Punkte Vorsprung. Allerdings jetzt durch diese Niederlage einen großen Knick in der Moral. Und Angers kann sich von der Abstiegszone ein bisschen befreien. 3 Punkte Vorsprung, der erste Saisonsieg für den Aufsteiger. Und das ausgerechnet gegen den amtierenden Meister. Martial mit 3 Toren immerhin für die Reserve. Tut ihm auch ganz gut. Allerdings die erste Mannschaft da zu schlecht. Und das sportliche Vertrauen geht natürlich runter. Nach dem Verlust der Tabellenführung. Und wir sind für das nächste Spiel gesperrt. Das heißt, dort keine Eingriffsmöglichkeiten auf das Spielgeschehen. Keine Reihenruferei mehr, nachdem wir auf die Tribüne verbannt wurden. Wir haben einen neuen Jugendspieler entdeckt aus Haiti. Einer von der Insel. Okay, den nehmen wir natürlich mit. Franck Legloos.
kann Französisch. In Haiti spricht man ja die französische Sprache. Erste Warnung. Komfortabler Platz auf der Tribüne beim Auswärtsspiel in Nantes, was bereits am Mittwoch stattfindet. Der Sponsor ist enttäuscht, nachdem wir mehr Freikarten gegeben haben für das Spiel. Mathieu Bestermann beim Spiel der Reserve. Gucken wir mal rein, wie es bei ihm aussieht. Form 13. Spielergespräche. Reden wir mal mit ihm und sagen ihm: Super, letztes Spiel. Er ist geschmeichelt und gewinnt nochmal zwei Moralpunkte. Wir reden mal mit den talentierten Spielern. Daniel Liri muss körperlich stärker werden. Sagen wir ihm mal: Ziani. Auch er muss körperlich stärker werden. Dieses Sondertraining ist immer ganz gut, so Charles Lefebvre. Was sagen wir ihm? Auch er muss körperlich stärker werden. Dann haben wir noch Destrio. Muss ebenfalls körperlich stärker werden. Ein Spiel muss er noch aussetzen. Der defensive Mittelfeldspieler, der ja rot gesperrt ist in der Reserve. Besancourt, sagen wir, er kommt raus aus der Krise und er hofft, dass wir recht haben. Fällt ja noch mit einem Knöchelbruch einen Monat lang aus. Nur was können wir in der ersten Mannschaft den Jungs noch mit auf den Weg geben? Gucken wir mal da in die Gespräche rein. Was sagen wir, Paulo-Henrique Ganso? Da können wir nichts Gescheites sagen. Maxi Pereira haben wir in der letzten Woche gesprochen. Fred können wir auch nichts wirklich sagen. Kondogbia. Sagen wir brauchen ihn im nächsten Spiel in Topform. Er wird für Pogba denn wohl auflaufen. Pogba, sagen wir mal, er soll sich um Jakob Paulsen kümmern. Abidal, sagen wir, er hat gut trainiert. Korsia möchte fair bezahlt werden. Ja, noch mehr kann ich aber den Gehalt nicht erhöhen, Kollege. Naja, er nimmt sich ein anderes Ziel vor. Ja, und wir können keine weiteren Gespräche führen. Dann gucken wir nochmal rein in die Bandenwerbung. Verhandeln nochmal nach. Ja, das war es jetzt, glaube ich. 5000, okay. Nicht die Masse, allerdings doch schon ein bisschen was. Und hier haben wir immer noch keine Mentoren. Da müssen wir jetzt auch mal verteilen. Azelaj, der Linksverteidiger. Ja, bevorzugte Position ist Linksverteidiger. Die Noten sind sehr gut, deswegen brauchen wir dort keinen Privatlehrer und keine Sonderbetreuung. Da er auch Französisch kann als Franzose, sollte das auch so sein. Und Abidal ist der neue Mentor von Florian Azelaj. Der nächste ist Robert Clift. Englisch und Französisch. Privatlehrer anstellen bei unterdurchschnittlich ist das schon angebracht. Wen kriegt er als Mentor? Was lernt er denn? Ausdauer. Ausdauer, da kriegt er. Ja, muss kein Topspieler sein. Er selber ist dann selbst noch nicht auf dem Niveau, dass man ihn jetzt unbedingt dann demnächst in der ersten Mannschaft sieht. Ja, er kriegt Fred, den Brasilianer, als Mentor. Dann haben wir Philippe da. Den zentralen Mittelfeldspieler. Er muss aufgestellt werden, ganz klar, mit der Stärke. In der A-Jugend schon. Er kriegt auch eine Sonderbetreuung und er kriegt als Mentor Paul Pogba, wenn es geht. Ne, geht nicht. Rafael Varane, bei der Robustheit, das ist, denke ich mal, relativ gut. Er hat jetzt schon einen Marktwert von 8 Millionen. Das nächste Riesentalent, was aus der eigenen Jugend kommt, nach Nicolas Benedet. Und den nächsten Marc Moulec. Außenmittelfeldspieler. Was lernt er gerade? Flanken. Das ist doch Quatsch. Die sind doch schon auf 80. Dribbling. Ausdauer. Und dann erst die Flanken. Na, kann dann gleich mal auf 80 hier hoch. Die anderen Werte sind ja schon deutlich höher. Ballkontrolle definitiv noch. Das kann er mal gleich als erstes mal machen. Auf 75 am besten gleich. Kurzer Pass muss dem auch dazu, definitiv. Auch als Außenmittelfeldspieler sollte man den beherrschen. Und Robustheit, was denn da los? Flanken entfernen, Robustheit dazu.
Da kann er richtig trainieren bei der Robustheit, kann er erstmal auf 60 bringen. Ja, das kann er anschließend machen. Dann nehmen wir das alles mal ein bisschen runter, damit die Robustheit auch schnell hochkommt. Erstmal Trainingsteam machen wir erstmal 50. Beim jungen Außenmittelfeldspieler. Der nächste ist Guigar. Oh, katastrophal. Da müssen wir auf jeden Fall was machen. Er kriegt Grenier als Lehrmeister, als Mentor. Mathieu Roux dann der nächste Außenmittelfeldspieler. Gute Schulnoten. Das heißt, da müssen wir nichts mehr machen. Auch er die Trainingsziele. Trainiert immer noch Flanken. Ballkontrolle. Kurzer Pass. Wo haben wir seine Robustheit? 48. Und dann das Dribbling dazu. Als letzten Wert nehmen wir noch einen, der wichtig ist und am geringsten. Ja, die sind alle auf einem Niveau. Das ist ganz gut. Das ist auch ganz wichtig. Dann nehmen wir da noch die Balance mit dazu. Robustheit hier auch auf 60. Die anderen Werte kann er erstmal auf 65 bringen. Dribbling und Balance dann auf 70. Der nächste ist Laurent Stefan. Der braucht auf jeden Fall einen Privatlehrer. Definitiv. Ballkontrolle ist sein Trainingsziel. James Rodriguez wird ihm dabei helfen. Ja, Couchot durchschnittlich. Da können wir uns das Geld sparen für den Mentor. Er kriegt für den Privatlehrer. Er kriegt Kondogbia als Mentor. Franglia Böf. Fernschüsse. Ist auf 80, trainiert er immer noch. Also das ist manchmal wirklich, die Auswahl ist der größte Quatsch. Da muss man gleich noch tauschen. Kurzer Pass geht auf jeden Fall nach oben. Und auf 75, genau wie die Ballkontrolle. Langer Pass auf 70, Ausdauer auf 70. Und dann, ja, nochmal Robustheit auf 60. Müsste es in der A-Jugend gewesen sein. Ja, so sieht es auch aus. Dann gehen wir jetzt mal in die B-Jugend gucken. Da sind ja einige Megatalente. Und wieso steht Fayet hier nur auf der Tribüne? Absolutes Megatalent. Da müssen wir auf jeden Fall noch. Alle Spielerbilder muss ich noch organisieren. Definitiv für die Jungs. Was haben wir denn hier für Talente dazu bekommen? Christoph Fayet, der kann ein richtig starker werden. Trainingsziele. Nur wichtige Flanken. Zweikampf. Grätsche. Ballkontrolle. Und was haben wir noch? Manndeckung. 70. Ballkontrolle definitiv höher auf 65. Den Rest erstmal auf 70 hier. Ja, defensivste Zweikampf erstmal wichtiger als die Flanken als Trainingsziel. Ja, dann gehen wir erstmal ein paar Schritte weiter. Den Rest stellen wir dann später noch ein. Das kommt immer mal zwischendurch, werde ich da ein bisschen was machen. Benjamin Guigar steigert sich. Ja, worin? Hat er bestimmt irgendeine Fähigkeit noch dazu gewonnen. Und wir haben wieder das Länderspielproblem beim Spiel gegen Nord. Alle Franzosen fehlen, alle Portugiesen, Kolumbianer und auch unser Ersatzkeeper, der Kroate, Dani Subasic. Ah, das wird wieder ein heißer Tanz. Benjamin Guigar steigert sich in der Ballkontrolle um 10 Punkte, ganz stark. Und jetzt haben wir hier eine Riesenaufgabe vor uns. Ich lösche mal die Aufstellung, gucke mal, im Tor brauchen wir einen. Im Tor brauchen wir definitiv einen. Oh, das wird Flavio Roma, wie immer. Dann müssen wir mal gucken, ob es gegen Bordeaux auch noch so ist. Ich hoffe nicht. Ich hoffe ja nicht. Oh, im Tor dann Roma. Linksverteidiger Planü ist noch kein Nationalspieler. Kann deswegen auch spielen. Isimat Mirin und Mangala dann wieder in der Innenverteidigung, wie in der vergangenen Woche. Carvalho ja leider auf Reisen. Ja, Rechtsverteidiger ist dann das nächste Problem. Da haben wir ja zum Glück noch einen Daniel Liri. Der für das Spiel in die erste Mannschaft aufrückt. Daniel Liri auf der 6. Fehlt uns dann auch einer. Auf der 8 kann Ganso spielen.
An die 6 stelle ich jetzt kurzfristig erstmal Pogba hin. Da müssen wir gleich noch gucken, dass wir da einen Ersatzmann bekommen. Penetö, Grenier und Ocampos in der offensiven Dreierreihe und Giroud im Sturm, der nicht bei der Nationalmannschaft ist, komischerweise. Auf der Bank dann auf jeden Fall Fred und Trezeguet. Pogba nehmen wir dann raus. Also wir brauchen einen Sechser noch und 5 Leute für die Bank. Sechser, Jesse P. Da haben wir noch in der A-Jugend schon einen gehabt. Philippe da. Was hat er auf der 6? 68. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Eine Woche in die erste Mannschaft. Jawohl. Stefan fällt aus, leider. Den hätte ich auch noch gern mitgenommen. Marc Moulet kommt mit. Noch für das eine Spiel auf jeden Fall in die erste Mannschaft. Also die Jungspieler hier ranführen. Also Beda auf der 6, Moulet nimmt auf der Bank Platz. Mal ein bisschen sortieren hier. Und der Rest muss aus der zweiten Mannschaft aufrücken. Ja, Tierney als Außenverteidiger, definitiv. Martial als Stürmer nicht, da haben wir ja schon einen anderen, der das machen kann. Er soll lieber in der Reserve spielen. Ja, Charles Lefebvre muss mit. Und dann noch einen Innenverteidiger, Tisserand. So, Bank, Tziani, Tisserand, Charles Lefebvre und dann fehlt immer noch einer. Einer fehlt noch, ja, ein Sechser. Wäre nicht verkehrt. Kuschu bietet sich da aus der A-Jugend noch an. Oder haben wir in der B-Jugend schon einen, der die Stärke übersteigt und hochkommen kann? Nein. Haben wir nicht. Okay, dann wird es Anthony Kuschu werden. In den Kader berufen. Eine Woche erste Mannschaft. So sieht's aus. Zack. So passiert's auch. Und dann ist das das Team, was spielen wird. Roma, Liri, Beda, Ganso rücken neu in die Startformation zum letzten Spiel. Das sind also 1, 2, 3, 4 Veränderungen im Vergleich zur Niederlage gegen Angers. Es sind aber nicht die Veränderungen, die man sich vorstellt. Das heißt mit Varane, Pogba und Falcao. Nein. Es sind Jugendspieler und Ganso, die reinrücken und Alsdar Roma. Damit ist die Mannschaft weiterhin noch viel zu jung eigentlich. Und die zweite Mannschaft muss auch aufgestellt werden. Wir haben Tor dann Chabert, Linksverteidiger wird Lina, in den Innenverteidiger bleiben die beiden übrig gebliebenen, rechts ebenfalls der übrig gebliebene. So, im Mittelfeld wird es jetzt lustig. Jesse P zentral, Genga muss auf die 6. Links dann Roten, offensiv Pandur, links, naja, machen wir es so rum. Martial im Sturm kann Martu offensiv vielleicht spielen. Auf jeden Fall besser. Er kann es auf jeden Fall besser. So, die Bank stellt sich dann auch von alleine auf, sind bloß noch 4 Spieler über. Ja, ein Verletzter, einer noch rot gesperrt und einer auf Nationalmannschaftsreise, selbst in der zweiten Mannschaft. Dort sieht es dann ähnlich schlecht aus. Da auch einige aufrücken, natürlich in die erste mit Lefebvre, mit Tisserand, mit Tziani, mit Daniel Liri und mit Flavio Roma. Ja, und das wird lustig. Das wird richtig lustig. Es wird viel ankommen auf Mangala, auf Issi Madmiri, aber auch auf die Offensive um Grenier, Penetö und Giroud, dass sie gegen Nantes hier einiges machen. Das kann sehr lustig werden, aber das war es erstmal für diesen Part. Wir sehen uns morgen mit dem Spiel gegen Nantes und hoffentlich wieder ein Sieg. In diesem Sinne, euer DKJP. Bis dann.